Hallo und herzlich willkommen bei TK Whisky. Und heute geht es um den Glengarry 1999 Wine Cask. Ja, Glengarry, Glengarioch, geschrieben, Glengarry ausgesprochen, gehört mit zu den ältesten Brennereien in ganz Schottland. Die Brennerei wurde schon 1797 in den Highlands gegründet, und zwar in den östlichen Highlands. Und zwar ist Glengarry die östlichste noch aktive Brennerei in Schottland, liegt in der Nähe von Aberdeen. Ja, und wie viele andere Brennereien auch, gehört sie heute den Japanern, dem Riesenkonzern Suntory. Aber okay, von der Brennerei selbst habe ich bis jetzt nur diese Abfüllung gehabt und den 15er Sherry Cask. Wobei ich zudem sagen muss, dass der für mich persönlich einer der besten 15er überhaupt ist. Aber um den geht es heute nicht, sondern um den Wine Cask. 1999 gebrannt, 2018 in die Flasche gefüllt. Dabei handelt es sich um einen Small Batch Release, das heißt um eine limitierte Abfüllung. Und wie viele Flaschen es von dem gibt, kann man nicht rausfinden. Weiß wahrscheinlich nur Glengarry selbst. Was mich an der Flasche so gereizt hat, war, dass es sich hierbei um eine Vollreifung in Rotweinfässern handelt. Und zwar in französischen Château Lagrand Barrique Fässern. Dieses Weingut Château Lagrand hat auch schon mehrere Auszeichnungen für ihre Weine bekommen, sind natürlich die besten Voraussetzungen, dass der Whisky in guten Fässern gereift ist. Ja, und da ich eh schon auf Weinfinishings und so stehe, dachte ich, eine Vollreifung mit dem hohen Alter, da muss ich einfach zuschnappen, weil normalerweise Vollreifungen sind entweder nicht so alt oder wie gesagt nur Finishings. Ja, wenn ich schon das Alter anspreche, wie alt ist er denn? Er ist 1999 gebrannt und 2018 abgefüllt. Dann denkt man, ist direkt 19 Jahre alt, klar. Aber man weiß nicht, wann er 1999 genau gebrannt wurde und wann er genau 2018 abgefüllt wurde. Kann sein, dass er die 19 Jahre nicht ganz voll gemacht hat, dann ist er nur 18 Jahre alt. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass er nur, ist ja gut, 18 ist stolzes Alter, dass er nur 18 Jahre alt ist, weil wenn man mal auf die Verpackung guckt, und da genau so ein bisschen liest, also hier hat man viel Geschichte draufstehen und schöne Bilder. Also ich finde, die Verpackung ist schön aufgemacht, ich zeige euch das mal. Also so sieht sie aus, da hat man die Weinfässer und hier an den Seiten hat man dann so Geschichte, ein paar Bilder von der Landschaft, die Brennerei. Auf der anderen Seite hat man so eine Snackplatte und wenn man hier genau liest, da sieht man es fett gedruckt sogar, haben sie ein bisschen größer gedruckt, über 18 lange Jahre gereift. Wenn er 19 Jahre alt wäre, würden sie ja über 19 lange Jahre schreiben. Von daher bin ich mir sehr sicher, auch wenn es jetzt hier nicht irgendwo groß draufsteht, 18 Jahre alt oder so, bin ich mir sehr sicher, dass er 18 Jahre alt ist und nicht 19. Aber darauf kommt es ja auch nicht an. Der Whisky ist nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und mit 48 Volumenprozent in die Flasche gefüllt worden. Die Farbe, finde ich, sieht man schon, dass es da um Weinfass geht. Ist eine richtig schöne rote Farbe. Und die Aufmachung von Glengarry generell gefällt mir sehr gut. Ich finde, die haben ein schönes Flaschendesign, schönes Etikett. Und ja, die Verpackung habe ich euch gerade schon gezeigt. Die werben auch sehr damit, dass sie eine alte Brennerei sind. Überall findet man immer wieder die 1797 hier oben drauf, an der Seite, auf der anderen Seite, auf der Flasche selbst. Hier ist es auch drauf auf der Flasche. Und was ich richtig cool finde, zeige ich euch jetzt einmal. Auf dem Korken steht es auch. Habe ich es richtig rum? Ja. Auf dem Korken steht es auch. Jetzt macht das nicht scharf. Doch jetzt. Und sogar hier an der Seite. Sogar da haben sie es nochmal draufstehen. Das finde ich richtig cool. Ist nur eine Spielerei, aber ich finde das eine coole Sache. Ja, was ich nicht so cool finde, das ist der Preis. Warum finde ich den Preis nicht so cool? Weil es da so riesen Unterschiede gibt. Also ich habe die Flasche letztes Jahr im Sommer gekauft, also 2020. Und ich glaube, da kam der Whisky auch raus, was mich ein bisschen wundert. Der ist 2018 abgefüllt. Was haben die 2 Jahre lang mit den Flaschen gemacht? Weil ich bin mir sehr sicher, dass die Flasche erst letztes Jahr, zumindest in Deutschland, hier auf den Markt kam. Aber gut, ich habe dann direkt zugeschlagen, weil ich den unbedingt haben wollte, als ich ihn gesehen habe. Und hatte das große Glück, dass ich dafür 75 Euro bezahlt habe. Bombenpreis, kann man nicht, ist fast geschenkt, würde ich sagen.
Aber auch schon damals habe ich den in Shops gesehen für weit über 100 Euro. Der Spitzenreiter lag bei 180 Euro. Ich frage mich, wie solche Preisunterschiede zustande kommen. Ist für mich unbegreiflich. Ja, die Flasche selber gibt es jetzt immer noch. Vereinzelt findet man sie noch. Kostet mittlerweile aber auch 120, war das günstigste, was ich finden konnte, bis hin, total irre, 210 Euro. Absoluter Wahnsinn. Auch da wieder, warum solche Preisunterschiede und 120 Euro, ja, aber wenn man weiß, dass man den mal für 75 kriegen konnte, sehr ärgerlich. Naja, so ist das bei Whiskys eben, ne? Ihr kennt das ja. Dann komme ich mal zum Whisky. Ich zeige euch nochmal die Farbe im Glas. Ihr seht, wirklich ein richtig schöner Rotton. Und ja, dann gucken wir mal, ne? Also als allererstes volle Ladung rote Früchte. Ich habe da direkt Kirschen, Erdbeeren, diese roten Weintrauben. Also richtig süß und fruchtig. Dazu habe ich dann noch so ein bisschen so eine Melone, Wassermelone. Aber so eine, schon so ein bisschen überreif, so diese, wenn die dann so dunkelrot wird und so ein bisschen matschig ist, das mag ich dann nicht mehr so, aber so vom Geruch her kommt das hin. Dann hat man noch so eine karamellige Süße dabei. Und ja, dann wird's, wenn man sich so ein bisschen an dieses extrem süße, fruchtige gewöhnt hat, wird's dann würzig. Dann hat man so eine richtige Würzmischung und so ein bisschen Kräuter, als wenn man so diesen seinen Gewürz- und Kräuterschrank aufreißt, da einmal die Nase reinhält und die volle Dröhnung kriegt. So ein bisschen Eiche. Aber nur schwach, also die Gewürze, die überdecken das. Vom Alkohol merkt man gar nichts, die 48% hat man null in der Nase. Also Nase gefällt mir sehr, sehr gut, da kann man ganz, ganz lange dran riechen. Und es lädt schon dazu ein, dass man eigentlich direkt einen Riesenschluck nehmen möchte. Slange. Also von den 48 Volumenprozenten merkt man gar nichts. Der so weich und ölig, am Anfang richtig süß, da hat man wieder Karamell, Früchte, da hat man eine Ledernote dabei. Und erst später, wenn man den dann länger im Mund hat, dann wird es würzig. Aber nicht vom Alkohol, das ist dieses, das Würzige vom Fass, von dem französischen Fass, die europäische Eiche. Die nach 18 Jahren, natürlich wirkt die sich dann aus, da wird es würzig. Ist aber ein schöner Kontrapunkt zu diesem süßen, fruchtigen. Jetzt nach dem ersten Schluck hat man auch so ein bisschen Leder in der Nase. Vielleicht dann noch ein bisschen, aber nur minimal, so ein bisschen Tabak. Die Süße geht dann in der Nase ein bisschen zurück und das Fruchtige wird dann ein bisschen würziger. Und so im Abgang
Also Abgang würde ich schon als lang bezeichnen. Ist auch jetzt süß, karamellig, Leder. Und dann wird es irgendwann würzig. Vielleicht so ein bisschen Muskatnuss. Und dann ganz am Ende kommt die Eiche, aber nicht bitter. Man hat so einen Eichengeschmack, also so Holz, aber nicht bitter. Würde man das eigentlich anders erwarten. Also ich habe da was anderes erwartet. Als ich den Whisky das erste Mal probiert habe, dachte ich, 18 Jahre europäische Eiche, Rotweinfass, ne, das muss extrem bitter sein vielleicht oder noch würziger. Man hat die Eiche in Form von Würze, aber nicht bitter, was ich echt gut finde, obwohl ich auch nichts gegen so eine bittere Eiche mal im Whisky habe. Aber viele mögen das ja nicht. Aber das hat er auch nicht. Und am ganz Ende jetzt, wenn er weg ist, dann bleibt so eine leichte Trockenheit im Mund zurück. Auf der Flasche steht auch exklusiv gereift in den feinsten Chateau Lagrange Barrique Fässern seit 1999 und das Ergebnis fruchtig, süß und würzig. Perfekt beschrieben. Ja, also ich finde den Whisky richtig gut, richtig lecker. Dieses süße, wirklich sehr süße, fruchtige kombiniert mit dieser Würze dann einmalig, finde ich richtig geil. Ja, der Preis. 75 Euro geschenkt. Ja, das günstigste jetzt 120 Euro. Ja, ich will da jetzt keinem zu raten, kauft euch den für das Geld. Ich persönlich würde 120 wahrscheinlich noch hinlegen, ja. Das wäre meine oberste Schmerzgrenze aber auch. Weil irgendwo muss dann auch mal gut sein. Aber dann mit dem Gedanken, dass man den mal für 75 kriegen konnte, schmerzt ohne Ende, klar. Aber wenn man mal überlegt, einen 18-jährigen Whisky, Vollreifung in Rotweinfass, wo kriegt man sowas? Und wenn, wie teuer sind die dann? Von daher 120, wenn man auch überlegt, mal, was kosten heutzutage so ein 18er aus dem Sherryfass, bestimmte Brennereien oder so, da zahlt man sich ja dumm und dämlich. Also wir müssen uns einfach damit anfreunden, dass die Whiskys leider immer teurer werden. Entweder macht man da mit oder man muss aufhören, Whisky zu trinken, aber das ist für mich keine Option. Da muss man halt mal die eine oder andere Abfüllung auslassen. Aber alles über 120, über 210 Euro brauchen wir gar nicht sprechen, das ist geisteskrank. Aber alles über 120 würde ich dann auch nicht mehr. Da gibt es für weit über 100 also, oder 200 Euro, da gibt es Whiskys, also andere Whiskys, für die ich dann das Geld eher ausgeben würde. Ist ein schwieriges Thema mit den Preisen, aber okay. Falls ihr da Interesse dran habt oder so, wie gesagt, für 120 gibt es den noch, wenn ihr dazu bereit seid, kann ich euch den geschmacklich auf jeden Fall empfehlen. Das war's dann auch für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.